Hallo und willkommen zurück zu unserer Österreich-Reise. Im letzten Video hatten wir St. Wolfgang am Wolfgangsee unsicher gemacht, wo wir wider Erwarten einen Stellplatz fürs Wohnmobil gefunden hatten, von dem aus wir die Stadt besichtigen konnten. Nachdem Ola einen Stativfuß aus dem See gefischt hatte, tada! Wir gut gegessen hatten, von Musik jeglicher Stilrichtung beschallt worden waren und einen ruhigen Abend auf unserem Stellplatz genossen hatten, wurden wir früh geweckt und treten nun die Flucht an. Wir räumen gerade zusammen und werden dann aufbrechen. Wir treffen uns heute Nachmittag mit Freunden in der Nähe von Salzburg. Wir sind schon wieder auf einer Mautstraße unterwegs. Und zwar fahren wir auf die Postalm, genauer gesagt über die Postalm, denn unser nächstes Ziel ist Hallein. Das ist sogar die kürzeste Strecke so rum. Sonst müssten wir bis Salzburg fahren und dann wieder etwas nach Süden. Und so sehen wir was Neues. Es gäbe sicher im Salzkammergut jetzt noch viel mehr zu entdecken. Aber nachdem wir heute Abend sowieso einen Termin haben, machen wir das jetzt so. Sind schon gespannt, wie hier die Wohnmobile abgezockt werden. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Wir fahren bereits neben einem Fluss her. Die Straße ist wieder mal ziemlich schmal teilweise, aber es scheint wenig Verkehr zu geben. Das erkennen wir in letzter Zeit wirklich als großen Vorteil von Mautstraßen. Die werden natürlich vom Großteil des Verkehrs gemieden. Parken. Das ist blöd. Nichts parken, wir schauen dann. Danke. Ciao. Hier geht's zum Klettersteig. Das machen wir nicht. Wir schauen uns nur kurz die Aussicht an. Dieses Video hat wohl etwas Low-TV-Charakter, denn für Action und Highlights fährt man nicht auf die Postalm. Hier geht es um Ruhe, Wanderungen und Ausblicke. Schön, aber voll ist das Fazit zum Höhenparkplatz hier auf der Postalm. Es gibt 3, 4, 5 Wohnmobil-taugliche Parkplätze und die sind jetzt um fast 13 Uhr natürlich alle belegt. Also für uns heißt es irgendwo am Straßenrand parken, denn hier geht einmal nichts. Oh, wir haben Besuch. Nichts wie weg. Ja, hier gab es jetzt Platz genug für uns und wir werden Mittagessen in einer Hütte. Auch geschützt vor den Kühen, das war ja vorhin nicht der Fall. Da wird man dann leicht unruhig, wenn sich eine Kuh schon am Auto hinter dem eigenen reibt.
Kasnocken. Nach rechts. In 5 Meter Entfernung. Wir haben sehr gut gegessen, aber die Sonne ist rausgekommen und hat uns richtig auf den Kopf geknallt. Wir hatten dann schon Angst vor dem Sonnenbrand und es ist wirklich wieder sehr heiß geworden. Jetzt haben wir uns in den Camper geflüchtet, wir trinken noch einen Kaffee und haben dabei den direkten Blick auf die Alm. Im Winter ist die Postalm übrigens ein großes Skigebiet. Wir sehen hier viele Lifte in alle Richtungen. Uns ist es im Sommer lieber. Da ist es weniger nass und weniger kalt. Und es ist heute richtig angenehm hier, nicht zu warm, nicht zu kalt. Wir genießen es, müssen jetzt dann aber weiter, um nicht zu spät zu unserem Termin heute Abend zu kommen. Weiter geht's. Auch der Weg bergab bietet wieder viele Ausblicke und wir legen mehrere Stops entlang des Weges ein. Ja, auf dieser Seite hinunterzufahren ist noch viel schöner als die Fahrt hinauf vorhin. Die Ausblicke sind ganz, ganz toll. Das Einzige, was jetzt etwas nervig war, ist, dass die Leute solche Herdentiere sind. Darunter gibt es 50 Parkplätze, die waren alle leer. Aber dort, wo wir stehen bleiben und wo ich das Stativ aufbaue, sind innerhalb von 5 Minuten 2 andere Pkw vor und hinter uns geparkt. Was jetzt für Fotos vom Camper jetzt nicht so toll ist. Aber ja, wenn einer dort fotografiert, dann muss es dort toll sein und dann tun es die anderen Parkplätze nicht, dann muss es genau der sein. Einen Ducato bergab hängen sogar die Radfahrer ab. Wie ihr seht, ist auf dieser Seite der Postalm das Gras viel grüner und der Himmel viel blauer. Na gut, in Wahrheit hat sich ein Drehrad beim Entnehmen der Kamera aus dem Rucksack verstellt
und die Kamera hat irgendeinen blöden Filter angewandt, der leider nicht mehr wegzubekommen ist. Ja, das war's dann fast für heute. Jetzt sind wir den Berg runtergerollt, ein wenig an der Salzach entlang gefahren und jetzt haben wir noch ein kurzes Stück auf der Tauernautobahn zurückgelegt bis Hallein. Und da treffen wir jetzt unsere Freunde. Das heißt, das war's dann mit dem Filmen für heute. War ein super Tag. Wir haben wieder ganz viele tolle Eindrücke gehabt. Und morgen geht's dann weiter. Baba, bis morgen. Ciao, ciao. Guten Morgen. Wir haben gut geschlafen. Hier am Parkplatz der Siedlung, wo unsere Freunde wohnen. Wir haben gestern einen schönen Abend hier verbracht. Und die Neighborhood Watch funktioniert anscheinend sehr gut. Wir wurden schon befragt, was wir da machen und ob wir das dürfen. Da es ein Wohngebiet ist und sie hier nicht campen können. Aber die waren dann gleich beruhigt. Wie wir gesagt haben, wir sind hier zu Besuch, dann war alles okay. Aber hier wird aufgepasst. Es geht nicht, sich einfach da in die Wohnsiedlung zu stellen. Verstehen wir auch. Ist ja auch okay. Ja, jetzt werden wir schauen, dass wir weiterkommen, weil jeder, der vorbeigeht, anscheinend sich denkt, die zeige ich an, die zeige ich an. Wir wissen noch gar nicht, wohin. Aber das ist ja wieder mal nichts Neues. An dieser Stelle einen lieben Gruß an unsere Freunde. Hallo Erwin, hallo Sabine. Super was bei euch. Spoiler ist gerade einkaufen und ich recherchiere inzwischen, wo es uns als nächstes hin verschlagen wird. Das Problem ist, dass heute schwere Gewitter angesagt sind im gesamten Süden Salzburgs und dort wollten wir jetzt eigentlich hin, Pongau, Lungau und so weiter. Dort soll es zu heftigen Niederschlägen, Gewittern und Hagel kommen und Hagel wollen wir weniger auf unserem Dach haben. Und jetzt wissen wir nicht so recht, was wir machen sollen. Wenn wir stattdessen nach Norden fahren, fahren wir eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Wir wollten ja weiter nach Tirol und das würde jetzt nicht so gut passen. Wohnmobilstellplätze gibt es hier nicht sehr viele. Das ist alles etwas schwierig. Olle ist zurück, wir haben wieder genug zu essen. Ja, wir haben was gefunden. Es sieht leider auch für Tirol nicht gut aus. Wir haben uns jetzt kurz überlegt, Salzburg hinter uns zu lassen und am Rückweg genauer anzusehen. Aber das hätte nichts gebracht, denn auch in Tirol gibt es die gleichen Unwetterwarnungen. Und was wir jetzt machen, ist, wir fahren in die Stadt Salzburg, denn dort dürfte es etwas sicherer sein. Dort hat man zumindest keine Murenabgänge zu befürchten. Und wir schauen uns den Stellplatz dort an, können wir gleich ent- und versorgen und vielleicht eine Stadtbesichtigung machen, wenn das Wetter noch hält. Das ist der Plan. Ganz schön viel Verkehr da. Das Navi hat uns gleich einmal fehlgeleitet, beziehungsweise hat gedacht, dass man mit dem Camper einfach mal drei Spuren so überspringen kann, um links abzubiegen. Und jetzt haben wir da umdrehen müssen. Und hoffentlich klappt es jetzt auf den zweiten Versuch. Und tatsächlich auf den zweiten Versuch klappt es und wir erreichen den Stellplatz. Alles zu diesem luxuriösen Stellplatz und zu unserer Besichtigung der Stadt Salzburg erfährst du aber im nächsten Video. Ob wir mit unserer Flucht in die Stadt den Unwettern entkommen sind oder ob uns der Wind wegweht, erzählen wir dir ebenfalls im nächsten Video. Danke dafür, dass du unsere Reise verfolgst. Wir freuen uns, dich auch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Einstweilen verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.